I'm with my nigga, my squad. I see you working the body. I need a bottle. Zusammenfassung. Distanz 3,9 Kilometer. Dauer 26 Minuten 20 Sekunden. Durchschnittliche Pace 6 Minuten 44 Sekunden. Durchschnittliche Geschwindigkeit 8,9 Kilometer pro Stunde. 398 Kilokalorien verbraucht. Boah, shit, die Brille. Tag, heute ist Samstag, der 13.02.2016. Und ich war gerade laufen. Baby, that goose of Bacardi. The way that you walk in them hills, I could tell that you a goddess. Every night dressed in a kill. You should come sit with the goddess. I know that you work in the time and ain't perfect, but girl, let me buy you a drink. I know bitches lurking, that time just ain't worth it. I'd rather just say what you think. So, letzte Gassi-Runde, bevor ich zur Arbeit muss. Habe ich nur beim Joggen aufgenommen. Das fällt mir gerade so ein. Und mehr habe ich noch gar nicht erzählt. Aber ja, mal gucken, vielleicht wird der Vlog heute kürzer. Ich habe auch nicht so, naja, habe den Kopf noch ein bisschen voll wegen dem Scheiß von gestern, den ich da hatte, den ich vielleicht heute Abend erzählen werde, aber ich weiß noch nicht genau, ist noch nicht so. Bin mir noch unschlüssig. Das Laufen hat auf alle Fälle gut getan, das hat mir geholfen, auch um den Kopf ein bisschen frei zu kriegen wieder. Vlog 184 habt ihr hoffentlich alle gesehen. Das ist mir sehr wichtig, das Vlog. Habt ihr ja gemerkt, ich hatte wirklich Pipi in den Augen. Naja. Und jetzt, wie gesagt, letzte Runde hier mit Cookie und dann muss ich zur Arbeit und heute wird richtig stressig, glaube ich. Naja. Aber wenigstens ist schönes Wetter. Haben wenigstens alle, die frei und Urlaub haben, hier einen schönen Tag. So I'm with my nigga, my squad. I see you working that body. I got a bottle and VIP. You should come join in the party. You got me watching. That you don't knocking. Oh yeah, you popping. Oh girl, you popping. You got me locked in. In this love coffin. Oh yeah, you popping. Oh girl, you popping. Miss Patron, Miss Patron, Miss Patron, I see you in your zone, in your zone, in your zone, yeah you know. Miss Patron, Miss Patron, Miss Patron, I see you in your zone, in your zone, in your zone, yeah you know. You got me watching at your door knocking. Oh yeah, you popping. Oh girl, you popping. Yeah, you got me locked in. And it's love popping. Heute Nachmittag hat die LED-Lampe vom Mikrofon plötzlich wieder grün geleuchtet. Keine Ahnung warum, aber naja, jetzt ist sie wieder rot. Also alles gut. Mikrofon, Akku fast leer. Think for you, baby. You should come fuck with a real nigga. You could ride me like Mercedes. Lean on me, cause I'm a drill nigga. Popping a bottle of Rosie. Popping a bottle of Ace. I run the city like Puff Daddy. And I'm a bad boy like Mace. I know that you work in the time and it's perfect, but girl, let me buy you a drink. Als ich angefangen habe, meinen Vlog oder dieses Vlog hier auf täglich umzustellen, auf tägliche Videos, war meine größte Sorge der Sommer, weil ich hatte halt Sorge, ob ich dann genug Lust und Motivation zum Vloggen finde. Im Sommer ist halt am meisten los hier, klar, auf der Insel. Da habe ich beruflich am meisten Stress und naja, und man hat natürlich den Kopf mit allen anderen Sachen voll dann und ich habe halt Sorge gehabt, dass ich dann keine
nicht genug zusammenbekomme für ein tägliches Video und nicht die Motivation habe und nicht genug erzählen kann oder wie auch immer. All diese Sachen. Ja, und jetzt haben wir Winter und eigentlich ist schon genau das eingetreten. Klar, wir waren schon immer zu wenig Leute in der Küche und sind auch weiterhin zu wenig Leute, weil niemand eingestellt wird. Weil geht ja so und naja, das sieht halt niemand, dass man sich den Arsch wundrackt. Am Wochenende ist natürlich noch am meisten los, aber auch so ist für den Winter richtig viel los. Also wir haben ein volles Haus irgendwie. Gut, wenn man die Chefetage hört, dann sind wir voll in der Flaute und so, aber naja, die kriegen ja auch nicht wirklich was mit. Mit dem Ärger, den es gestern gab und mit dem Stress und also man hat wirklich den Kopf voll und findet nicht so die richtige Motivation und hat den Kopf auch nicht frei, um sich Gedanken fürs Vlog zu machen. Und das ist eigentlich total scheiße, weil das so soll es ja nicht laufen. Das gefällt mir halt nicht. Ich hier nicht. Und wie? Warum stelle ich die Kamera eigentlich nicht hin? Naja, letzte Woche zum Beispiel nur einen Tag frei. Obwohl wir in der Nebensaison sind eigentlich. Und okay, jetzt sind gerade Ferien irgendwo, irgendwann irgendwie. Ich weiß nicht wo, ist mir auch egal. Aber letzte Woche nur einen Tag frei, davor die Woche nur einen Tag frei. Diese Woche war die erste Woche, wo ich mal wieder zwei Tage frei hatte. Nächste Woche wieder nur einen Tag frei, weil jemand krank ist und ein paar Leute im Urlaub sind und so. Aber was willst du machen? Im Sommer haben wir Urlaubssperre und im Winter müssen wir unseren Urlaub nehmen, weil sonst, wann willst du ihn sonst nehmen? Und jetzt ist halt richtig Stress im Winter. Naja, nächste Woche ist hier eine Veranstaltung, wo ich filmen sollte. Ich weiß nicht, wie das jetzt, also eine Party, sagen wir mal so. Und da sollte ich ein bisschen filmen. Und ich sollte die ganze Nacht filmen. Deswegen habe ich meinen Wunsch frei beantragt. Und dann wurde ich jetzt gefragt, was denn wichtiger ist. Der eine Tag oder der andere Tag. Und naja. Und ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll, weil ich bin keine 20 mehr. Und wenn ich die ganze Nacht irgendwie filme, kann ich nicht nächsten Tag eigentlich arbeiten, aber auf der anderen Seite ist natürlich ein bisschen Geld, also es geht ja jetzt nicht hauptsächlich ums Geld, sondern eher so um Eigenwerbung, Werbung, Prestige, keine Ahnung. Und also will ich das eigentlich auch nicht sausen lassen, aber tja, ich weiß nicht so recht, wie ich es machen soll, denn es ist ja nun nicht nur so, dass ich den einen Tag frei habe und dann abends sein gehe und filme und die Nacht filme und nächsten Tag ausschlafe und dann zur Arbeit gehe. Das geht ja nicht. Ich muss mich um den Hund kümmern zum Beispiel, ne? Das, und auch so hat man ja noch andere Verpflichtungen. Mal abgesehen davon, dass ich das Vlog dann ja nicht aussetzen muss, aber zumindest nicht schaffe, das Vlog zu bearbeiten und zu veröffentlichen. Also werde ich definitiv einen Tag hinterher hängen dann. Was ein bisschen ärgerlich wäre, aber nicht kein Weltuntergang. Und so hat man irgendwie den Kopf gerade voll, obwohl, tja, keine Ahnung, und fühlt sich irgendwie gestresst, wo man den Stress sich selber macht. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, scheiße, du musst ein Bild auf Instagram posten, du musst dich um Pinterest kümmern, du musst deinen Vlog befüllen, du musst deinen Blog befüllen, du musst dein Twitter-Profil befüllen, du musst dein, all die Sachen, die man so ein bisschen immer nebenbei macht, wo man sich aber eigentlich denkt, oh, eigentlich müsstest du ein Bild posten bei Instagram zum Beispiel, aber ja, du hast irgendwie kein Bild gerade da, du müsstest es erst bearbeiten, du hast keine Lust, keine Ahnung, keine Motivation. Und so setzt man sich irgendwie so ein bisschen selbst unter Druck, obwohl es totaler Quatsch ist eigentlich. Dann poste ich halt kein Bild auf Instagram oder so. Mein Gott, und warum auch? Ne? Ob ich nur 100.000, 500 Millionen, was auch immer, Follower habe bei Instagram oder nicht, das interessiert keinen. Davon habe ich auch nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Follower ich habe, aber ja, es ist auch egal. Was habe ich davon, wenn ich 500 Millionen Abonnenten habe oder Follower bei Instagram? Ja, irgendwelche Firmen kommen an und sagen, hier hast du ein bisschen Geld, mach mal das und mach mal dies, aber im Grunde ist es auch egal und trotzdem setzt man sich selbst ein bisschen unter Druck und sagt sich, oh, du musst da jetzt ein Bild posten. Blödsinn. Ich muss nicht mal täglich dieses Vlog machen, das möchte ich aber. Weil ich weiß jetzt nicht, wer irgendjemand hatte vorgeschlagen in den Kommentaren zu einem Video, zum vorletzten Video, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wer jetzt, sorry. Aber, dass ich vielleicht nur zweimal die Woche einen Vlog machen sollte, wenn es so viel Stress ist. Ja, könnte ich machen, will ich aber nicht. Also ich will das täglich machen, ich will mich dazu zwingen, irgendwie jeden Tag was aufzunehmen und irgendwie zumindest
kreativ drüber nachzudenken, was ich machen könnte, auch wenn es so wie in diesem und in manch anderen Work eher langweilig zugeht, weil man noch andere Verpflichtungen hat. Und ich weiß genau, wenn ich nur zweimal die Woche einen Vlog aufnehmen würde, würde es auch so laufen, dass ich sagen würde, okay, ich würde zum Beispiel Dienstag und Freitag einen Vlog veröffentlichen. Dann würde ich auch erst am Montag anfangen oder am Dienstag anfangen und was aufnehmen und was schneiden. Also das ist so gesehen, würde der Stress sich zwar auf zwei Tage verteilen, aber naja, es würde nichts ändern. Ja, also ich will das auf alle Fälle, dass ich dieses Vlog hier täglich mache. Und diesen Druck, zumindest fürs Vlog, ist der gut, glaube ich. Auch wenn ich nicht immer was Kreatives rausbringe, so mache ich mir auf jeden Fall Gedanken. Ja, auch wenn man es nicht immer merkt im Video, aber im Kopf sind Ideen da und die ich zwar nicht immer gleich umsetzen kann, aber ich komme auch in so einem Flow, dass ich drüber nachdenke und auf jeden Fall hilft es mir, für andere Projekte Ideen zu haben und so. Naja, oder das Laufen zum Beispiel. Ja, ich hätte heute Vormittag auch sagen können, okay, ich gehe nicht joggen und nehme irgendwas Cooles fürs Vlog auf oder so. Aber ich will mich auch wieder mehr sportlich betätigen und ich möchte das Laufen irgendwie nicht sein lassen. Ich habe eine ganze Zeit lang durchgehalten, dass ich wirklich jeden zweiten Tag gelaufen bin. Jetzt waren ein paar Monate bei, wo ich ein bisschen nachgelassen habe. Dann war jetzt Schnee und Eis, dann war ich krank. Aber ich will das jetzt auf jeden Fall durchziehen. Und zum Beispiel das Laufen da um den Wolgasee rum heute Morgen oder auch vor zwei Tagen, das finde ich optimal. Da kann ich den Hund mitnehmen. Muss auf den Hund nicht so doll achten, weil da nicht so viel los ist wie auf der Promenade. Dann guckt man doch laufen nach dem Hund und muss aufpassen wegen Radfahrer und so. Aber naja. Aber kennt ihr das? Also wie gesagt, man macht sich den Druck und den Stress ja selber. Kennt ihr das? Geht euch das auch so, dass ihr irgendwie so diesen Druck verspürt und auf der anderen Seite so sagen, boah, lass mich doch mit dem Scheiß gerade in Ruhe, ich will nicht oder so. Naja, ich weiß auch nicht. Naja, würde mich mal interessieren, schreibt in die Kommentare, wie das bei euch so ist oder ob ihr das ähnlich seht oder überhaupt nicht nachvollziehen könnt oder wie auch immer. Ja, ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Also ich hoffe, wir haben ein paar Jahre zusammen und 9 Jahre seid ihr auch kein Alter. Bisschen Papier in den Augen.